Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Challenge-Projekt auf dem Zweisternhof mit dem Mikado Place XD. Ja, moin. Ja, moin. Und natürlich unserem allseits bereiten Lohnunternehmer Tiger Farm. Vielleicht kriege ich das irgendwann hin. Irgendwann wirst du das niemals hinbekommen. Hallo. Tut mir leid, Tiger Farm, aber ich werde es niemals hinbekommen. Das ist nicht schlimm. Aber ich sag mal, es ist auch viel einfacher, Tiger Farm zu sagen. Irgendwie. Ich weiß auch nicht. Da ist halt echt drin. Also zumindest kommt es mir so vor. Ich könnte auch Varula LP sagen. Also wenn du rauskriegst, wie man das auf Indisch ausspricht, dann erlaube ich es dir. Indisch! Warte, Google übersetzt verriegelt, ne? Ja, mach. Ja, warte, ich guck mal. Bin mal selber gespannt. So, wir machen weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Mit Holz. Und wenn euch das Projekt gefällt, dann lasst gerne mal am Anfang ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Oder Tiger Farm, kein Einsatz. Nachdem ihr die Folge geschaut habt, geht natürlich auch. Nach Indisch, ne? Ja. Ja, das kommt ja wirklich dann. Ja, ich guck. Indonesisch ist das, oder? Nee, Hindu. Hü? Was ist das? Warte mal. Hindu? Kann oder das Persisch. Hindi? Persisch? Ich meine noch Persisch. Hindi müsste passen. Ah, tut das meinem Herzen weh. Ach, du Schande. Was hast du zum Kackpreis verkauft? Ja. Echt? Ach Mann, das ist nur 500 Grad. Ja, komm, 508. Jetzt hör's an. Jetzt habe ich gerade für eine 8. Du Ballen heißt auf Handy Warunelp. 18 Grad. Was? Oder so. Warunelp oder so. Das heißt was? Warunelp. Ach du Schande. So. Was hängt denn da? Jetzt klemmt schon wieder irgendwas. Mensch. Oh, Varuna heißt Varun. Warum? 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 Warum kann ich denn die Bäume hier nicht abfällen? Sägen. Ah, jetzt. Du nicht fällen Bäume? Weil du warum? Oh Gott. Nein. Ey, ich überfahre hier die ganze Zeit meine Ballen, ey. Warum habe ich denn jetzt die? Was soll denn das? So, wird jetzt mal weiter. Varuna. Varuna. Warum krieg ich denn die Bäume da nicht weg? Weiß ich nicht. Wie kriegst du die Bäume da nicht weg? Wenn ich das wüsste, wäre ich auch schlauer. Afrikanisch wäre auch mal. Wärst du um 1% schlauer? Varuna heißt auf Afrikanisch. Also Varuna kommt aus dem Indischen und ist eine Gottheit, der... Echt? Varuna heißt die Gottheit? Eine Gottheit, die Hindi... Das kann ich irgendwie gerade nicht glauben. Die Hindi haben ja diverse Götter. Und Varuna ist die Gottheit der... wie heißt das? Warte, ich muss kurz überlegen. Der Farming Simulator. Nee, der kosmischen Ordnung. Ach du Scheiße. Auf Indonesisch heißt du, warte. Varuna. Hey, warum kommt der Baum an? Okay. Weil der Baum gerade keinen Lust hat. Ja, der hatte Lust. Ich habe aber nicht mit ihm gerechnet. Diese Scheiße. Ach, hast du nicht mit ihm geredet? Gerechnet? Okay. Ich dachte, er will nicht. Und dann kam er doch mit. Jetzt kommt. Tiger Farm bedeutet auf Indonesisch Pertanian Harimau. Okay, dann fahren wir weiter. Vorwärts bitte. Also letztens hat unser Lehrer was Falsches, unser Mathelehrer was falsch ausgerechnet. Damit hat er echt nicht gerechnet. Das ist so ein klassischer Flachwitz. Das ist genauso. Weißt du, eigentlich müssten wir mal hier eine Flachwitz, so ein Flachwitz-Video machen, ne? Das würde eigentlich mal. Doch, das würde eigentlich mal gut reinpassen. Ja, wenn. Ja, noch eins. Was machen die Leute mit dir, wenn du bei IKEA einbrichst? Die vermöbeln dich. Ey, komm schon, den versteht ihr, oder?
Verstehen schon, aber lustig ist ja das andere. Wie du ja, sagst, das ist ja ein Flachwitz, ja. Eben, wie du sagtest, er ist flach. Da muss man da nicht lachen. Ja, ach ja. Warte, gibt es. Warte, ja? Ich kenne doch irgendwie noch welche. Warte mal kurz. So, warte. Du nennst die Folge bestimmt so Flachwitze von Varuna. Nein, da müssen wir eine andere machen. Da müssen wir eine. Was machen zwei wütende Schafe? Sie kriegen sich in die Wolle. Ich kann schon sagen, der Mikado ist jetzt sehr produktiv. Danke. Wobei beim Silageballen. Komm, der war gut. Beim Silageballen abfahren muss man ja nicht so. Muss man ja nicht so kompetent sein. Oder welches Taschentuch mögen die Polizisten gar nicht? Tempo. Alter. Ah, scheiße. Muss da echt Wieso muss ich davon lachen? Warum muss man von Flachwitzen lachen? Mikado? Weil die Flachwitze flachwitzig sind. Mikado, ja, bitte. Guck ja, mal bitte. Unter deinen Tisch kurz. Was ist denn da? Ja, siehst du? Das Niveau vielleicht, aber ganz unten. So. Geht doch. Mein Niveau ist im Himmel. Alter, Tigerbaum, wie viel Bäume hast du hier abgeerntet? Auf der anderen Seite der. Ich habe alles Mögliche gemacht. Ganz weit unten. Heftig. Heftig. Nicht umsonst. Sag mal, Tigerfarm, willst du den Varuna gerade? Nee, im Moment nicht. Okay, ich würde schon sagen, er wird anschalten. Im Moment wirklich nicht. Aber ich wundere mich, ich ziehe hier einen Stamm. Es liegen, glaube ich, schon 20 Stämme beim Sägewerk, aber. Ja. Ja, nicht umsonst Supporter. Psst. Supporter. Hallo. Ich höre euch. Kann gar nicht sein. Ich bin nicht taub. Ich bin blind. Ich bin blind, deswegen höre ich euch nicht. Ja. Hä? Warte mal. Ja, genau so war das gemeint. Ja, ihr wisst schon, was ich meine, oder? Nein. Gut. So, den dann noch und dann ab die Luzie. Ah, da habe ich noch einen Flachwitz. Warte. Was das wäre jetzt, wär jetzt zu gemein Baum. Gewesen, was ich hatte. Was sitzt auf dem Baum und schreit, aha, ein Uhu mit Sprachfehler. Ah, ja. Merkt man, Flachwitze sind lustig. Total. Tot. Das Gegenteil. Tal. Total. Nachricht an den Typen, der mit meiner Daunenjacke gestohlen hat. Der mir meine Daunenjacke gestohlen hat. Du kannst dich warm anziehen. Na komm schon, ey, was mache ich denn hier schon wieder? Ja, ist jetzt so. Ups. Das ist jetzt so dumm. Nein. Ah, gibt's hier eine. Oh, der ist krass. Was ist das Weiße? Was ist weiß und guckt durchs Schlüsselloch? Ein Spannbettlaken. Ja. Ey, ich hab einen total krassen. Was ist das Weiße in Vogelkacker? Komm, rat es mal. Was sagt ein Origami-Lehrer zu seinem Schüler? Das kannst du knicken. Voll abgesägt. Eigentlich war die Antwort gerade eben bei mir auch Vogelkacke. Wo ist dann der Witz? Ey, das. Ach, egal. Ah, okay. Da war der Witz. Was ist niedlich und hüpft qualmend über den Acker? Ein Kaminchen. Ach Mann, das hätte ich jetzt antworten können. Alter, ich sehe schon, ihr seid so richtig produktiv. Ja, ich auf jeden Fall. Nachher beschwerst du dich, dass du verlierst. Ja. Welches ist die lustigste Automarke?
Ich erzähl das. Bin zu alt. Ja. Wo machen Kühe Urlaub? In Kuba. So, ich verkaufe mal ein bisschen was. Mal gucken, was da reinkommt. Was ist gelb und steht am Fenster? Eine Spannanlass. Also ich muss sagen, der Varuna, der hat ordentlich Kohle auf dem Konto. Oh, hallo, hallo. Wie geht's Ihnen denn? Hallo. Hallo, hallo, hallo. Rechts vor links hier. Ja, ich wäre, dann guck mal, wer rechts war. Ja, keine Ahnung. Oh, ich bin gegen den Baum gefahren. Das war nicht ihrer, hoffe ich. Das war die Strafe. Kommt ein Quark, kommt ein Frosch in den Milchladen, fragt die Verkäuferin. Was willst du denn? Sagt der Frosch, Quark. Ah, oh Gott. Du musst dich gerade aufregen, Alter. Ich bräuchte jetzt echt einen zweiten Bildschirm, da könnte ich die Flachwitze hier so sehen. Nicht mal auf. Sagt der eine Polizist zum anderen, ich glaube, die Leiche wurde mit einem Käse getötet. Dann sagt der andere Polizist, es war nicht irgendein Käse, es war Mozzarella. Gähn. Ja, dann gib mir mal einen besseren, hä? Guck in den Spiegel. Nee, ich hab keinen. Gerade im Moment. Ja, würde ich an deiner Stelle auch nicht haben wollen. Das ist aber kein Flachwitz, ja? Stimmt, das war ein... Oh, scheiße. Stimmt, das war ein guter... Ey, das war keine Scheiße. Hilfe, Hilfe! Ich hänge in meinem Wassertank. Ich komme nicht mehr raus. Hilfe! Ich hänge wirklich in meinem Wassertank. Ah, okay. Bin wieder raus. Nein, nein, guck mal, guck mal, guck mal, warte. Keine Zeit. Guck. Muss warte. Geld verdienen. Nein, jetzt hänge ich komplett drin. Ist ach. Rausgekommen und dann geht ach. Er wieder rein. Hm. Lass mich mal rein da. Guck. Hm. Steig aus. Warte, ich will nur ganz nah dran fahren. So, ja. Die will ich hier noch verkaufen. Hallo. Dann haben wir eine geile Zahl auf dem Konto. Alle. Wir machen hier ein Meeting im Wassertank. Ja, Meeting. Wie viel Euro können Sie mir bitte entgeben? 10.000? Finde ich gut. 20.000? Ich habe noch nicht mal 10.000. Ich auch. Okay. Nein, du hast nicht 10.000. Du hast 19 mal 10.000. Ich habe 3.000. Gleich sind es 20 mal 10.000. Ist das so? Ja. Das ist aber nicht gut. Für wen? Für dich. Für mich? Warum soll es für mich nicht gut sein? Warum macht alles richtig? Nee, nee. Ich wirtschafte halt. Nicht so wie mit Ricardo. Ja, toll. Ich kann gerade nämlich überhaupt nichts mehr machen. So sieht's aus. Dann können sie nichts dann mehr machen. Dann geh doch in deinen Traktor. Das ist nicht zu, sag mal, wo hast du denn hingefahren? Weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, wo du deine Geräte hin tust. Sag mal, ich hab den da nicht hingefahren, ja? Wer denn sonst? Ich hab keinen Zugang ja. zu dem Traktor. Ich hab keinen Och, Schlüssel. Ja, ich hab noch LU. Kannst du mir das mal mitnehmen? Echt? Hast du LU bei mir? Ah, beziehungsweise Tiger Farm, kannst du mal kurz... Ey, du hast bei mir gar keinen Lohnunternehmer. Warte mal, ich muss kurz noch was gucken. Guck das nach. Du lügst mal. Du hast bei das mir nach. Ah, hast ups, ja. Was ich wollte. Ja. Es sieht aber sehr spektakulär hier aufgetürmt aus. Okay. Gut, das wird uns noch ein bisschen Investition kosten hier. Sonst wird es nämlich nichts. Wie viel ist das hier? Wissen Sie das? Moment. Achso, wie viel da drin ist? Ja. Gute Frage. Müssen wir mal irgendeine alte Folge schauen. Gute Frage, nächste Frage. Ich habe immer noch LU. Aber ich glaube, das müsste... Hey, bei mir nicht. Nicht bei ich glaube, das müssen sie haben. So, warte. Eins muss ich heute unbedingt noch machen. Den Traktor stellen wir ab. Und dann machen wir hier das hier. Ja, klick, 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 klick. Aha, ich weiß. Sie verlieren ihr Geld. Ziel erreicht. Was denn? Kein Kredit Schuldenfrei. Mehr. Schuldenfrei. Ich glaube, ich muss mal hier abhaken. Ach, das war schon lange. Ein Haken. Ich habe schon zwei Haken hier.
Ich auch. Ja? Ja. Was habt ihr denn beide für Haken? Ja. Also ich bin schuldenfrei und ich habe 80 Schafe. Und Mikado? Ja, ich hab den. Was hat Mikado in 2 Zielen erreicht? Ja, dasselbe. Genau wie noch immer. Ja, seit wann hast du denn 80 Schafe? Ja. Das kann nicht sein. Ist das, glaube ich, nicht. Das ist gar kein. Nee, scheiße, ich hab nicht 80 Schafe. Ich wollte gerade sagen. Das hätte mich ich jetzt gewundert. Ich wollte sagen. Ja, gut, dann hol ich mir die restlichen gerade noch. Okay, dann habe ich jetzt gleich 2 Haken. Gut. Ende der Folge und tschüss. Hallo? Das so, geht nicht. Kannst du jetzt noch machen, meinetwegen. Ja, aber dann sind wir wirklich am Ende der Folge angekommen. Da brauche ich ja nicht mehr anfangen. Wenn es euch gefallen hat, gerne Like, Abo oder Kommentar. Wie immer. Da. Und bis easy. Morgen. Geschafft. Haut rein, macht's gut. Morgen. Bis dann. Ciao. Haut rein, ciao. Tschüss.